Yo, let's play Seven Days to Die. Steiner Staffel Alpha 19, Hard Mode mit Antares. Jo, moin. Und wir haben letzte Folge nicht erwähnt, dass es in diesem Biom auch Sniper gibt. Wow, krass. Ja, habe ich bemerkt und dann war die Aufnahme vorbei. Jetzt wissen wir es. Guti, dann. Oh, weg. Wow. Wolfhorde. Uiuiuiui. Lass uns mal irgendwie hier aufs Dach oder so. Wo bist du? Guti, jo. Boah. Oh, komm, geh doch rein. Also das Alter. Würde ordentlich Fleisch geben, ne? Ja, wir holen uns die auch von oben. Von oben, von hier? Ja, ich gehe aufs Dach, hallo? Ja, ich weiß, wie stark die sind. Ja, oder wir laufen in den Trader rein. Und mach, ich versuch's mal. Ja, ich bin im im Hard-Mode. ich bin auch im Hard-Mode. Nein, das ist scheiße. So, ich habe die Tür zugemacht beim Trader und stehe jetzt hier oben. Oh, sehr gut. Das ist gut. Jo, sehe ich schon. Passt bei dir da hinten. Ja. Ne? Ich habe ja ein Scharfschützengewehr. Und werde dir von hier helfen. Okay, die zwei sind down. Aber das waren mehr als zwei, ne? Drei. Ich habe drei gezählt. Ich habe auch drei gezählt. Einer muss weg sein. Nicht gut. Ah, gut. Alter. Guti, dann komm mal schnell hierher, um das Fleisch zu besorgen. Ja, ich bin auf dem Weg. Bin ich hier runter? Der eine, der ist Scheiße. Nämlich irgendwie in diese Richtung weggelaufen. Ja, so eine Herde oder Horde oder wie auch immer man die nennen soll. Machst du bitte ein bisschen auf mich aufpassen? Ja. Ich habe gerade versucht, den dritten zu finden, aber ich finde ihn nicht. Der wird wohl hier weitergelaufen sein, ne? Weil die haben ja immer eine Strecke, die sie zurücklegen. Die laufen ja, wenn wie soll ich es erklären? Ja, wenn sie keine Agro haben, dann laufen sie eine bestimmte Route. Genau, richtig. Sehr gut, danke. Gerne. Manchmal habe ich so Momente. Hast du hier in den Automaten geguckt? Ja, ich habe da alles durch. Okay, gut. Hast du hier auch alles durchgelootet bei dem Händler? Ja, alles, was ich gefunden habe, ja. Okay. Guti, dann lass mal direkt in den Titty-Twister, wollte ich gerade sagen. Titty-Twister, hier ist noch für dich ein bisschen Stuff, warte mal. Du schießt besser als ich, dann kriegst du die Panzerbrechende, 762er. Ich kenne deine Videos, du schießt besser als ich. Na gut. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier in der Steuner-Staffel nicht unbedingt Skill bewiesen. Ja, beim Schießen nicht. Schaut bei Antares mal in die alten Folgen rein, dann werdet ihr sehen, was ich meine. So, wie viel hast du jetzt an Shotgun-Shells? 300. 397. Okay, 200. Gut, ja, dann, wie viel hast du? 762? Ja, dann nimm du die und dann haben wir 762. Mhm. Du hast jetzt Panzerbrechende 150 bekommen und wie viel normale hast du noch? Oh Gott. Ja, ich muss die mal eben sortieren, hier die Stacks. Okay, ich habe nur ein Stack. Echt? Dann hätte ich dir, dann gib mir die normalen ein Stack. Hier. Und wie viel 9 mm hast du? 9 mm habe ich 635. Und 126 panzerbrechend. Ja, ich habe 200, dann gib mir nochmal 100. Gib ich dir auch noch einen Stack. So. Genau, dann sind wir schon mal für die Horde aufgeteilt und gut. Jo, okay, dann haben wir Muni. Also ich wusste nicht, dass wir so viel Munition besitzen. Ich habe ja durchs Looten, ne? Also durchs Looten. Ja, ist doch super. Wenn ich jetzt Munition loote, nehme ich mit, aber ich sage ja nicht jedes Mal, dass wir die teilen, ne? Aber das können wir ja dann immer so zur Horde oder so, können wir immer gerne Hälfte machen. Nur, oh, Vorsicht, natürlich. Vorsicht, vor dem Automaten ist eine Mine. Nein. Gott. Hab ich nie gesehen. Ja, ich glaube, wir sollten aufpassen, da sind, glaube ich, auch mehr Minen in diesem Titty-Twister, ne? Ich kaufe mal diesen Gefängnisausbrecher wieder, der ist hier auch drin. Das ist ein Augenschmaus. Beutebonus hier auch für dich. Hier, kannst du mal rein. Gärungsalkohol, 4 Stück kaufe ich. Ja, du weißt, dass da eine Mine vorliegt, ne? Ja, okay. Ich, hier. Das ist für dich. Du lootest, kannst du ja mal reinschmeißen jetzt vor dem. Genau. Und Alkohol wolltest du ja, dass ich kaufe, habe ich. Beutebonus, Dauernahrung. Jo. Ach, lass uns mal gucken, ey. Ja. Also, du hast kleiner Vorschlag zur Güte, ne? Ich bin ja kein Fan davon und wir werden auch den ganzen Booby-Trap-Twister hier looten, aber sollten wir hier nicht von oben rein, weil wir wollen den ja zulassen.
Die Horde soll ja durch, obwohl so eine Eisentür hält ja auch nicht lange auf. Ja, ne? Doch, lass uns mal gucken. Vielleicht können wir ja auch ohne Wood Frost. Ach, guck mal, die ist offen. Die ist offen. Komm mal da hinten. Ja. Wozu einfach, wenn es schwer geht, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Rein. Ja, ich denke mal, komm, geh mal gucken, ob die offen ist. Ne? Also, was ich aus Erinnerungen älterer Folgen und so, ich glaube, diese Booby Trap beinhaltet eine Menge Minen. Ja, vor allem fallen Minen. Falls es halt noch so ist, ich weiß es nicht, ne? Mit Sicherheit auch, ich denke schon. Die würden uns ja zugutekommen. Ich habe auch, ja, aber ich habe auch noch im Kopf Rocker. Okay. Oh, hier. Du hast dir hier diesen Riegel reingepfiffen, ne? Nee, noch nicht. Hier kannst dann du sneaken. Dann machen wir auch bei Beutebonus. Da. Ja, durch die Gitter konnte ich nicht schießen, da hinten schon mal. Man hat überlebt. Nee. Ja, doch. Ja, der lebt nicht mehr. Ja, weil wir keine Gruppe gemacht haben. Ah, Vorsicht, hinter dir ist ein Zombie. Mach Gruppe. Ja, mach ich. Hab ich. Wo ist der Zombie? Hier, an die Gruppe, oder? Da. Hallo. Boah. So, it's down. Und schmeißt dir ruhig mal dieses Ja, wenn es uns was zu looten gibt, wenn wir beim Hauptloot oder so sind. Ach so, okay. Sonst macht's ja wenig Sinn, oder? Na, der geht ja 10 Minuten. Ich dachte, in 10 Minuten sind wir halt da. So. Weiß man aber auch nicht. Hier kommt man nicht rein, ne? Ja, kommst du von hinten nur rein. Schade, hier so Schlösser knacken wäre interessant, ne? Ja. Geht das? Nee, ne? Skyrim-like. Ja. Komm mal hier rum. Vielleicht ist hier noch was offen. Entriegelt, ja. Guys. Toilette. Küche. Oh. Was hat denn für einer? Das ist ein Brawler, ne? Ein Crawler. Okay, die Küche loote ich jetzt mal nicht, also. Verschlossen, entriegelt. Oh, hier geht's nach oben bei mir. Dann komm erstmal zu dir. Ja, ich bin hier gerade in der Toilette. So, bin schon fertig. Ich wollte nicht stören. Oh! Ist da ein Geheimgang? Gut, also hier war ich jetzt bis hier und hier geht's hoch. Oh, hier. Okay, dann gehen wir hier hoch. Muni. Ah, du, da hoch. Jo. Ja, hier werden wir die Horde verbringen, Leute. Ja, hier ist echt nicht viel los, ne? Oh ja, ach, doch, hier oben. Wie du abgehst, ey. Oh, schon wieder. Ich darf nicht zu nah kommen. Falls ihr euch mal wundert, wieso ich nichts mache, sobald ich näher komme, kriege ich von Antares einen auf dem Brett. Der schwingt da rum. Range, und dann, ne? Ich hätte jetzt aus Rücksicht ihm dem Zombie noch auf die Füße schlagen können, aber. Ach, Quark. Guck mal, hier geht's runter wieder. Ja, hier ist nicht viel, ne? Also sagen wir, wenig Loot, aber auch wenig Zombies, so, ne? Nee, hier gibt's, das täuscht. Hier gibt's Geheimräume. Wir müssen die nur finden. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Du musst halt hier den Weg folgen und irgendwann kommst du irgendwie nach unten. Da. Mhm. Da kommst du jetzt sneak, da kommst du in diese Kabine. Und irgendwo ist hier ein geheimer Raum, also damals war das so, so ein geheimer Waffenraum. Und da gibt's auch eine Falle. Da kamen damals so 4, 5 Zombies auf einmal aus dem Nichts. Okay, hier geht's nach draußen. Das waren auch Rocker. Hier, guck mal, wir müssen hier lang aufschlagen. Da kommen wir in die Käfige. Da ist Loot schon mal ein bisschen. Hier sind Kisten versteckt im Boden. Ja, soll ich dafür jetzt das Ding nehmen? Das ist working stiff und hier ist so eine Truhe, ne? Ja. Nimm einfach, war jetzt nicht teuer oder so. Ja, 100. Ja, okay. Einfach mal benutzen. Und da hinten ist dasselbe Spiel. Siehst du, da ist auch so ein Käfig. Und irgendwo, ich kann dir nicht mehr sagen, wo. Da ist eine verriegelte Tür. Ich schlag die mal auf am besten. Oder kamen wir von Daniel hier? Kamen Ich glaube, wir haben eine neue Game Stage erreicht. Okay, was gibt's? Ich weiß nicht, ob du die haben möchtest oder ob ich sie behalten möchte. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ja, wirst du gleich sehen. Hier, du darfst entscheiden. Wie sehr magst du sie? Du magst sie sehr, ne? Ich nehme die zweite. Ich würde dir auch was von mir abgeben, was ich besitze, wenn du magst. So sehr magst du sie. Ja. Ja, dann nimm sie. Wie gesagt, ich habe Schützengewehr oder.
Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt die Game Stage erreicht und die nächste kriege ich. Die nächste 5er ist an deinem. Wenn die nächste eine 5er ist, kannst du auch die 5er und ich nehme die 1er. Kein Problem. Ach, so sehr magst du sie nicht. Doch, ich mag sie total gern, aber... Okay, so sehr magst du mich. Ich hab genug Waffen. Ja, ich auch, aber keine Pumpgun. So, Geheimraum. Sag mal kurz, 3er Doppelläufige brauchst du oder hast du besser? 3er habe ich. Okay, dann kann ich die verkaufen. Ja. Nice, danke dir. Ja, gerne. Hui. So, hier ist eine verschlossene Tür. Wo führt die hin? Ja, eben, die kommt, da kommst du rein. Ach aber so. Es gibt, ich schwöre dir, es gibt hier was. Da ist raus. Du hast gesagt, nicht raus. Ein Keller irgendwie, ne? Irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkam. Hier vielleicht? Nee, ne? Kam das durch den Boden? Ich weiß nicht, ob das eine Bodenplatte war oder... Okay, das macht mich jetzt noch mehr stutzig. 2500. Lasst uns mal einfach... Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Kommen wir gar nicht mehr raus, ne? Ich hoffe. Lass uns mal irgendwie hier rauskommen. Am besten so wenig wie möglich kaputt machen, weil das soll ja was aushalten zur Horde, ne? Jo, aber ich möchte auch den Raum halt finden, ne? Zur Not gehen wir hier halt hier wieder hoch. Ja, machen wir. Gut. Ah, kann man so schwer setzen hier. So, hier geht's. Oh! Zwischendecke. Oh, mit Loot. Oh, 6er Helm, kannst verkaufen. Ey. Das können wir trinken. Ah, der Hochstapler hier. So. Warte mal, da war der Käfig. Der andere war gegenüber, also hier. Irgendwo auf der Seite. Ist hier auch so ein Loch zum Reinfallen? Oder? Nee, ist nicht. Ich habe hier noch einen Eingang gefunden. Aber hier waren wir schon. Ah, okay. Wie gesagt, draußen. Ja, von hier kamen wir ja rein, ja. Da geht's auch nach draußen. Küche. Da waren wir gerade drin, ne? Ja. Und hier ist auch noch so ein Käfig. Ich weiß halt, ja gut, vielleicht gibt's das auch nicht in jedem Booby Trap. Das kann ja auch sein, ne? Dass nicht jeder gleich ist, oder? Ich hab doch eine Eisenschaufel. Man könnte ja mal gucken, ob das Ding einen Keller hat, ne? Ja. Von außen. Also, augenscheinlich sehe ich jetzt hier keinen Eingang. Wie gesagt, ich weiß, dass wir den mal, also ich das mal erkundet habe mit Geheimraum. Und ich weiß auch, dass da Rocker waren. Aber ich weiß nicht wo. Und da das buddelt, ich hör's. Ja. Schon. Zur Zeit. Ah, doch, warte mal. Was ist das da? Ich laufe auch mal außen rum. Keine Ausdauer. Ich habe einen Wolf gehört. Da ist er. Schaffst du den? Da ist der Wolf. Du, das zeigt sich ehrlich gesagt gleich. Ich nehme jetzt keine Armbrust oder so. Ich nehme die AK sofort. Mache einen Sneak AK-Hit. Okay. Ein Zombie. Hab ich verfehlt. Was ist der Zombie? Also hier sieht es nicht nach Keller aus. Hab ihn. Also das Ding sieht so ein bisschen nach Keller aus, ne? Aber. Ja, sonst verschwendet er jetzt keine Zeit. Also wenn man, normalerweise müsste man das ja aus dem Gebäude heraus. Ich habe es damals ja auch durch Zufall gefunden. Ja. Also so versteckt konnte es eigentlich nie sein. Ich weiß halt
auf jeden Fall, dass da echt was los war in einem Booby-Trap. Muss, wie gesagt, nicht jeder gleich sein vielleicht. Mhm. Kann sein, dass es größere, kleinere gibt. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ist auch schon länger her. So, aber trotzdem werden wir hier die Horde-Nacht verbringen, ne? Ich hätte Bock drauf, ja. Ja, ich auch. Gut, hoffentlich sind wir nicht zu dicht am Trader drin, dass wenn wir hier am Rand stehen, weggeportet werden. Ja, ich möchte mir auch mein Bike irgendwo abstellen, ein bisschen weiter mit Schlafsack. Das könnte ich mal eigentlich machen. Ja. Und da irgendwie eine Waffe deponieren, falls ich sterbe. Ich würde jetzt mal hier ein bisschen weiter in der Stadt gucken, was die Stadt noch bietet. Karte ein bisschen weiter noch aufdecken von der Stadt. Jo. Weil Booby Trap wäre jetzt soweit durch. Ja, klar. Ich gucke jetzt hier, sortiere das hier noch an. Oh. So, wo ist der Alkohol jetzt? Da. Jetzt die Getränke. Haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Knochen können weg. Zoe Saloon ist hier noch. Und die Stadt führt direkt weiter ins Wintergebiet. Ja, das habe ich ja dann gesehen. Sehr geil. Oh, hier ist so ein Jaguar oder wie die heißen. Oh Gott. Das Auto? Nee, die Viecher. Kennst du die nicht? Doch, doch. Der ist mir schon mal ins Gesicht gesprungen. Oh Gott, wie viel hält denn der aus? Ja. Oh Gott. Alter. Er hat mich nie erwischt. Ach so. So, da du nicht in der Nähe bist, ich loote den mal eben selber ab. Ja, ja. 14 Fleisch. Du hast wahrscheinlich das Zehnfache rausgekriegt. Na, so viel auch nicht. So, der Holzfäller, den hätten sie auch mal überarbeiten können. Jo, Lumberjack. Den hätten sie auch mal überarbeiten können. Ich hoffe, dass sie das noch nach und nach machen. Weil die neuen Zombies, die kommen bei mir auf jeden Fall richtig gut an. Auf jeden Fall. Ja, alles was... Ja... besser ist, ne? Es ist einfach schöner, statt immer fünf dieselben zu sehen. Ne? Ja. Sogar wenn die jetzt gar nicht mal so gut geworden wären, verstehst du? Einfach diese Variation an Zombies ist schon schön. Oh, eine amerikanische Flagge ist hier. Okay. City Fire Station. Und davor hängt ein Mast mit einer amerikanischen Flagge. Oh, Zombiebär. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber hier, selbst im Wintergebiet geht's mir gut, ne? Ich friere nicht. Ich habe da, glaube ich, gefroren ziemlich schnell. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Poncho oder meinen Mantel schon anhatte. Hier ist eine Kirche. Sollen wir vor der Horde mal rein, oder was? Ja, noch ein bisschen Munition rausholen, oder? Guck mal, hier ist noch so ein Jaguar. Sind das Jaguar? Ich weiß es nicht. Katzen auf jeden Fall. Ja. So, was hast du? Lagerfeuer? Fertig, ne? Jawohl, können wir ausschalten. Hier brauchen wir nichts mehr kochen. Ich mach schon so ein bisschen hier alles fertig zum Aufbruch nach der Horde. Oh Gott, wo ist das Viech? Da. Kochtöpfe. Oh mein Gott. Jo, dann okay. Schlafsack lass ich mal stehen. Die komm, halt hin, was aus. Wo ist denn der Antares? Da. Gut, also Leute, wir sind soweit gerüstet, vorbereitet. Muni haben wir doch einiges mehr, wie ich dachte. Also alles gut. Und, tja. Ich habe keine Ahnung, wie die Horde wird. Die langsame Horde. Wieso rage da ein Holzfäller auf mich drauf zu, den ich gar nicht angeschossen habe? Keine Ahnung, ich bin noch 200 Meter von dir weg. Also ich warte nicht. One-Hit-Headshot. Heftig, warum rage der einfach? Der ist einfach gerannt, obwohl alles auf Gehen steht. Kann sein, dass der unterwegs irgendwie in eine Falle gerannt ist oder so. Ah, vielleicht. Oder manchmal stolpern sie über diese Kohlehaufen und dann liegen die kurz und ragen dann daraufhin los. Ah. Das habe ich auch schon gesehen.
Das ist, glaube ich, gar keine Kirche, ne? Oh Gott, ich habe gedacht, was kommt da denn? Wow. Das ist ein Jaguar. Was ist denn das hier? Auf jeden Fall Särge. Särge, ja. Ja doch, ich friere. In den Särgen gibt es ja auch immer gute Munition, ne? Na klar. Ah, das Ding wirkt leider nicht mehr. Und Papier scheinbar. Was ist das? Kürbissamen im Sarg. Sollen wir da was sagen, Leute? Nee. Keine Ahnung. Ein Hoodie. Wenn ihr Schutz gegen das Wetter. Auf jeden Fall mehr Kältewiderstand. Oh, Art of Mining. Oh, Lumberjacks! Lumberjacks! Oh, raus! Raus, raus! Oh, Lumberjacks! Pumpgun! Lootbeutel. Oh, da hinten sind noch mehr. Oh, da kommen noch mehr, ja. Wir sollten mal gucken. Hier auch von draußen noch. Ja, weil ich geschossen habe wahrscheinlich. Spider? Oh ja. Lootbeutel. Bumpgun. Hier, hier. Guck mal, ein Lootbeutel, der ist was für dich. Ui. Oh yeah. Geschmiedetes Eisen schmeißt dich mal weg, ne? Ja, Mann. Liegt denn hier alles? Nägel, Knochen. Antares hat sich mal seiner entledigt. Jo. Oh, hier. Schmerzmittel. Martin? Jo, das ist gut. Eisenpfeile, okay, brauchst nicht. Hier in dem einen Sarg sind noch Tokens. Mhm. Alles gut? Ja, guck mal auf mein Leben. Das ist ein Hit, den ich von Zombies. Ja, ich habe ja jetzt auch ein bisschen die Plattenmonster drin, ein Rüstungsteil mehr. Also ich habe ja jetzt auch, guck mal, das war jetzt mein Hit vom Lumberjack, den ich abbekommen habe gerade. Ja, siehst du auch schon besser, ne? Ja klar, wenn du überlegst am Anfang. Ja, auch schon wieder tot. Schmerzmittel, geil. Ja, das ist gut. Hier kriegt man mehr raus als außer Papp und Pilz. Oh, Vitamine. Ja, die schmeiße ich mir nachher auch rein. Ich wusste es, ich wusste es. Geil, ja? Ja. Down. Wow, ein Schuss, ey. Jo. Ich höre nur so BAM. Ja, das war die Diegel. Jo. Oh. Hä, wo bist du? Übers Dach, ja, das hier. Dach war offen. Und hier gibt's noch ein bisschen Master Loot. Shotgun Messiah, ja. Loote mal. 46 Schuss, 19 Schuss, 3 Rohrbomben. Gefütterte Beinschienen, 6er, sehr cool. Nur ja, die habe ich auch, aber ich glaube nicht in 6, oder? Ich weiß gar nicht, welche ich habe. Ich habe 2. Oh, die sind auch voll kaputt. Alteisenbeinschienen, 6er. Na gut, die trage ich nicht. Ja, die muss ich ausziehen, dann kann ich reparieren, ne? Genau. Also, ich habe. Ich habe 5er Beinschienen. Kannst du mir gerne geben? Ja. Dann trage ich jetzt die tragen. Und packe schon mal meine Mod hier raus. Die dann geben. Meine Plan-Mod. Kaufe ich meine. Kosten immer noch. Oh ne, die kosten gar nichts. Die können dann weg. So, ich habe dir die gedroppt. Danke. So, und die kann ich jetzt mal. Habe ich jetzt angezogen automatisch? Jo. Reparieren. Verändern. Mod rein. Sehr gut. Das ist doch schon mal auf jeden Fall gut. Jo. Ah, das ist schön. Dann darf ich bald auch ein bisschen mitkämpfen. So, bist du jetzt ganz nach oben? Der Turm ich, ist auch ja, ich bin wieder draußen. Ach, im Turm. In den Turm kein Loot? Ich schlag ihn mal auf. Ja, mach mal. Ich hab den jetzt gar nicht gesehen. Ist bestimmt was, oder? Mal gucken. Jo, Alter. Sehr gut. Munition. Unversiegelte Versandkiste. Ja, ich gehe in der Zeit mal kurz in das Haus gegenüber hier.
Wollen wir noch... Oh, geil. Vitamine für die Horde. Ja, ich habe auch einmal gefunden. Ja, ich habe jetzt insgesamt 3 Stück. Wir können dann nachher nochmal Hälfte-Hälfte machen. Ja, die Horde wird ja diesmal länger gehen, als wir es gewohnt sind, ne? Jo, ich freue mich drauf, echt. Jo, und dann... Vor allem ist sie halt langsam und so. Ich bin echt gespannt, wie das so wird, ne? Ja. Oh, hat da gerade was gebellt? Ich hoffe, ich auch. Gebellt? Ich hoffe, da hat nichts gebellt. Ich hab nichts bellen, ja. Oh, nochmal Schmerzmittel. Ach so, was ich jetzt... Was ich fragen wollte, war, ob wir... Woodframes, nee, Spikes bauen wollen oder nicht? Weiß ich nicht. Die Frage ist eher, wollen wir jetzt Holz hacken? Nee, ich hab Holz. Ich hab ja 899. Ja, wenn du Holz hast, kannst du ja gerne nebenbei. Du musst ja halt gleichmäßig ums Gebäude stellen, weil du weißt ja nie, woher die kommen. Ja. Ob es jetzt wert ist, eine Reihe Spikes zu legen aus Holz. Naja, wir haben jetzt 13.38 Uhr, ich würde jetzt einfach auf Craften klicken und dann wird das nebenher laufen, weißt du? Ja, deshalb. Mach ruhig, wenn du möchtest. Stört ja nicht, muss man halt nur hinstellen, ne? Ja. Ich frage halt nur, oder wir werden dann halt sehen, ob es effektiv jetzt ist, diese eine Reihe gegen Hardmode-Zombie, so meinte ich. Was meinst du, wie viel ich brauche? Einmal rum? 60? Ja, auf jeden Fall. 45 kann ich nur. Ui, 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 ui. Oh, hat mich überrascht, ey. Oh, noch eine. Jetzt hätte ich fast Antares im Kopf geschossen. Ich habe mich gerade noch zurückgehalten. Okay. Ach, guck, die war noch gar nicht tot. Zehn Schuss. Hunger habe ich langsam. Oh, da ist wieder so ein Jaguar draußen. Ja, ich habe mal zugemacht. Das war dann wohl der Hund, den du meintest. Ja, wahrscheinlich. Antares übersieht einen Koffer. Wow. Ah, ich bin in der Garage. Ich übersehe viel. So, hier sind die Hantel, diese Sportwerkzeuge, ne? Ah ja. Wenn man die wrencht, kriegt man... Die Stahl geben, ne? Eisen, glaube ich. Geschmiedetes Eisen also. Kriegt man raus. Ah, okay. Falls man es braucht. So. Oh ja, hier ist doch Action. Bam! Beide umgehauen. Hat's. Beide mit einem Schlag umgehauen. Junge! Hat der halt gefressen. Du hast den Boden kaputt gemacht. Ja, ich habe 4-mal auf ihn geschossen. Oh, guck mal, hier ist was versteckt, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich der Jaguar. Jo, da unten ist er. Hier. Kannst durchgucken. Was ist denn hier los? Warte. Was ist denn hier los? Ach Gott. Alter, da ist der Master Loot. Ich kenne das Gebäude. Hier ist das Viech. Wo bist denn du? Ach so, ja, mach fertig. Guck mal hier, kennst du das noch? Komm mal hier raus, hier erwartet uns gleich ein Hinterhalt. Ist down. Hier kommt jetzt gleich ein Zombie raus. Oh ja, das kenne ich noch. Ah ne, war nicht hier. Doch, hier links. Hier ist nur so da ein... ist er. Oh Gott! Genauso wie das letzte Mal war. In your face, ey. Hui. Pumpkin sei Dank. Oh ja, hier ist Essen. Sherman's Food. Die Jägermod. Guck mal rein in die Waffentasche. Mhm. Ich weiß gar nicht, was sie bringt. Ach, hier ist noch eine. Oh, ein 6er primitiver 100% Bogen, Schaden bei lebenden Wesen. Kann bei jeder Nahkampf- oder Fernkampfwaffe installiert werden. Na gut. Lebende Wesen, was soll das heißen? Tiere vielleicht? Oder nur PvP? Ja. Gefütterte Kapuze. Wesen, gefütterte Kapuze. Yes. Okay. Ist was Gutes. Ja. Ich kann da meine Helmlichtmod reinmachen. Ah, nice. Kunststoffsehne. Pfeile und Bolzen, das ist was für dich, falls du die brauchst. Ja, verkaufe ich alles. Wie? Willst du die nicht benutzen? Passt doch in die Armbrust ja, bestimmt. Was, die Sehne? Ja. Pfeile und Bolzen, jo, cool. Geile Sache.
Die Pfeile brauchen wir ja nicht, du willst ja keinen Bogen führen. Richtig. Guti, verändern erstmal die Sehne. Was macht das jetzt? Mehr Schaden, wa? Tragen. Kurz gucken. So, und was ich noch gebrauchen könnte, wäre irgendwie Mützenmod oder Cowboy-Hut-Mod oder so, wenn du sowas findest, ne? Mützenmod, Cowboy-Hut-Mod, ja. Ist notiert. So, weil in die Kapuze mache ich mir nämlich jetzt gleich meine Helmlicht-Mod und dann haben wir bessere Atmosphäre. Ich habe jetzt eine doppelläufige Vierer. Die Dreier kannst du dann verkaufen. Möchtest du auch eine Jägermod? Ich habe jetzt zwei. Nee, denn es wäre nicht gut, wenn wir uns die reinmachen. Weil wir haben PvP an, da machen wir 100% mehr Schaden gegen uns selbst. Ja, dann mache ich die, überall rein, wo ich kann. Ich habe jetzt schon so oft einen gestunt bekommen, dann kriegst du alles wieder jetzt. Ja gut, dann gib sie mir doch. Nee, ich hab's gerade verloren. Das ist mir abhanden gekommen. Nee, ich hab die jetzt nur in meiner Armbrust. So. Wenn ich jagen gehe. Wo ist der Jaguar? Da ist er. Willst du den Hans Manson? Ja, Hans. Ja, ich werde ihn. Boah, ist das ein Viech. Ja. Der wird erstmal hier fachmännisch gehansmenst. Sehr gut. Guck mal, koppel schon mal ab, guck mal, schon mal Suppe kochen. Suppe. Suppe ist super. Süppchen. Suppe ist, ja, genau. So, hier haben wir, da haben wir. Ja. Wir könnten jetzt. Wir haben noch eine Menge Zeit, du. Also. Ist doch gut. Wenn wir jetzt nächste Folge Horde-Folge machen wollen, dann. Sollen wir mal noch Bike nehmen und die Stadt einmal abfahren und gucken, was noch drin ist? Ja, wird? Können wir machen. Warte mal, wir können jetzt nämlich. Mir ist kalt. Da in die Richtung, mir auch. Warum ist es. Nee, noch nicht. Ah, weil ich jetzt meinen Hut abgesetzt habe. Ah. Da muss ich auf jeden Fall noch Mods in meine. Hier ist ein großes Haus noch. Ja. Ist ein großes, schönes Haus, so richtig schön. Ja, denn. Also, es war mal schön. Warte, du kannst gerne reingehen. Ich fahr mal hier kurz rum. Hier, da siehst du die Flagge, ne? City Fire Station. Ja, da ist die Flagge, wovon ich gesprochen habe. Ja, City Fire Station ist schon nobel. Und hier ist ein großer hier Friedhof oder so. Vielleicht lieber das empfehlenswert vor der Horde. Hey, geil! Gefechte in der Stadt. Springen. Leise springen und landen zu lernen ist eine Grundlage des Häuserkampfs. Lerne und bleibe am Leben. Wenn du schleichst, landest du immer geräuschlos, außer du nimmst Schaden und die Sprunghöhe ist nicht reduziert. Boah, hier ist was Geiles. So ein Park kenne ich noch gar nicht. Also, ein richtiger Park mit Blumen. Ich würde sagen, du profitierst ja auch davon, wenn ich das lerne, ne? Mach ich keinen Krach. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Gut. Nee, mein Sneak ist ganz gut, soweit, wie er ist. Auch wenn ich noch nichts reingeskillt habe. Jo. Passt schon mit der Armbrust und so. Sind hier keine Zombies? Oh, Lumberjack, komm mal her. Also noch schöne, schöne Sachen. Ich bin aber allerdings auch im Wintergebiet. Ich habe hier noch die ganze Zeit hier. Oh, hier sind Minen. Oh, hier geht's noch weiter. Wir entdecken mal die Stadt. Vielleicht ist das. Oh, hier ist noch so ein Jaguar. Oh, Muni. Hier sind noch Fabriken aller Art. Buddy's Grain, ein großer. Hat noch was zu bieten hier. Jo, auf jeden Fall. Was ist das hier? Waterworks. Ding ist, glaube ich, überall. Ja klar, muss ja auch in der Stadt sein, ne? Sollte. Große Hochhäuser, hier so zerbombte Ruinen. Jetzt gehen wir wieder in dieses Gebiet rein. Oh, das zieht sich richtig noch. Oh ja. Ich mal die ganze weiter. Map hier auf. Das ist doch geil. Ja, also dieses, was mich jetzt sehr interessierte, war jetzt diese Fire Station, weil die kenne ich halt noch nicht. Ansonsten ist das hier, ja, Schrottplätze hier, Häuser da. Soweit erstmal nichts Neues. Planting. Oh, Rocker. Oh, so eine Fabrik mit Planting. Plantings oder was? Was sind Plantings? Anpflanzen. Habe ich mir erst gedacht, aber ich wollte es nicht sagen. Bass Bar. 99 Cent. Fish Sticks. Okay. Hier ist vielleicht ganz interessant für uns ein Parkhaus. Hier warst du schon drin wahrscheinlich. Da ein bisschen weiter ist ein Parkhaus.
Ein Fats Food ist auch noch hier. Hier ist noch ein Passengers daneben. Hier ist auch ein großer Passengers. Warst du im Großen oder im Kleinen? Boah, du stellst Fragen. Jo. Jedenfalls wäre es noch hier. Da noch. Cracker Book, da warst du auf jeden Fall auch schon. Fahren wir mal hier links. Einmal noch in die Mitte der Stadt. Da ist bei mir noch alles zu. Bei dir wahrscheinlich nicht mehr. Eisenbolzen für Armbrüste. Nämlich. Langsam kriegen wir auch wieder Bolzen ran. Ich glaube, ich habe wieder 50. Oh Gott. Acht. Oh. Hunger habe ich. Habe ich auch. Aber so richtig. Also ich. Rachie. Base and Sweets. Sweets. Also. Ein Hitzer. Oh Gott. Oh Gott. So hat mich lange niemand mehr genannt. Ja, ein Wolf. Was mir jetzt? Mit Orange in den Augen. Ist okay, down. Ich bin 200 Meter bei dir. Achso. Aber ja, dann kannst du ihn wenigstens auseinandernehmen. Ja, das schaffe ich. Vom Garagentor. Da stehen kurz bei ihm, ich bin sofort bei dir. Ja, vom Garagentor ist er. Mhm. Das ist auch eine Eisenschaufel. Ja, ich bin gerade am Überlegen wegen dem Wort Plantings. Ob das vielleicht auch noch was anderes bedeutet. Also Planten, also Plantings im Sinne von Pflanzen, weiß ich. Aber ich habe mir dasselbe so gedacht. Meinen die jetzt anpflanzen oder? Es gibt ja auch noch Plantings. Also Plantings würde mich interessieren und das hier die Fire Station, genau. Nee, nicht das Haus. Zeig mir mal das, ne? Plantings-Gebäude. Oh, das ist weiter weg jetzt. Ich habe es nicht markiert, aber wenn man hier gerade ausfährt, hier. Ja. Da hinten im verbrannten Biom. Sollen wir da hin? Ja, du kannst ruhig zur Feier. Ich will mir das Gebäude nochmal kurz angucken. Ja, wir haben Räder, also wir können ja kurz dahin. Ja. Irgendwo hier, ich glaube, auf der rechten Seite. Komm mal her. Warte mal. Wenn ich sehe, dann sehe ich sofort. Weiter, weiter, weiter. War im verbrannten Biom. Hier links ums Eck. Hier da um, hinten lang. Hier links? Nee, nee, hier. Und oh, du hast mich vorüber gefahren. Oh, bei mir nicht. Bei mir bin ich an dir links vorbeigezogen. Ja. Warte mal. Ja, ich glaube hier irgendwo und dann kommt das da, hier auf Planting. Der Seite. Was Plating. Genau? Plating steht da. Oh, Plating. Verlesen. Was heißt Plating? Platten? Ja, wahrscheinlich Plate. Sagt Plating. Mir jetzt nichts soweit. Ups. Wie kommst du da schon wieder rein? Tja, da musst du in meine Folge gucken. Jetzt sehe ich's. Okay, ich warte dann bis Ende August. Bis ich das weiß. Über den Türrahmen, also von außen über diesen Rahmen hier. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ja, ich meine, wie ich reingekommen bin. Von außen, ich dachte, von außen über diesen Türrahmen. Okay. Nicht reingekommen. Krass, ey. Parkour. Wie immer. So. Jo, was heißt Plating jetzt? Boah, irgendwas im Baugewerbe oder so vielleicht. Ja, lässt drauf schließen hier alles, ne? Mhm. Schutt. Irgendwelche Anlagen da oben. Oh, da oben, da ist da irgendwas. Guck mal, hier saß der Chef immer, ey. Jo. Mit den Waffen. Ey. Hat geguckt, dass die Leute arbeiten. Ist wie bei mir auf Arbeit, ey. Man muss auch Angst haben, ey. Ah, scheiße. Alter. Komm doch mal hier rein. So. So. Ah, da ist ein Parkhaus. Ich glaube, Parkhaus lohnt sich oben auf dem Dach oder so, oder war da gar nichts? Keine Ahnung, ich habe das eher gesagt wegen Sprit, ne? Ranchen und so, wenn da Autos stehen. Mhm. Also ist auf jeden Fall eine große Anlage. Irgendwas wurde hier verarbeitet. Platings halt. Ja, nee, lass uns doch mal ins Park. Kann das sein, dass das Platings Paletten heißt? Könnte sein, ja. Weil hier liegen viele Paletten. Mhm. Oder stehen auch Paletten. Palettenindustrie. Ja. Ich hätte gerne eine Plating voll Sniper. Ja, Plate.
Plating, Plate, irgendwas mit einer Platte, ne? Und eine Palette könnte schon Platte sein, ja. Ey, Kollege. Wow. Kommt so ein Schuss an mir vorbeigeflogen. Eigentlich wollte ich mit dem Motorrad hier reinfahren, aber. Ja, das machen wir auch. Hallo? Das ist ein Parkhaus. Oh, hab ich meinen Hammer dabei? Nö. Wo ist denn der? Ich verkaufe aus Versehen, das stimmt. Oh, wow. Sorry. Ja, ich habe keine Dings dabei, dann schießt sich das halt eben auf. Ja, Karl Stork. Oh, hast du einen Hit bekommen? Nee, habe ich nicht. Weil der komische Anzug-Eddy hat dich da geschlagen gerade. Hallo, guten Tag, wir sind da. Hallo, hallo. Crawler. Der Crawler, wie geil. Alter, wie tief schläft die, wollte ich gerade sagen. Hier könnten wir abwrenchen, oder? Können wir haben ja die Base dabei, ne? Ja, klar. Ach so, wo bist du? Guck mal. Da, Eisenbolzen. Jo, danke. Und Fleisch. Mhm. Und jetzt wird gerancht. Jo, nebenbei machen wir das noch. Wir haben jetzt alles fertig, ne, Leute? Für die Horde steht alles. Haben so ein bisschen Zeit, haben uns alles angeschaut, wie ihr gesehen habt. Gelootet. Jetzt ziehen wir uns noch das Benzin hier raus. Ich werde noch vor der Horde zum Trailer reingehen. Ja, also vor der Horde. Ja, passt ja. Ich habe nämlich gerade daran gedacht. Oh, hier sind ja noch einige. Ich habe gerade daran gedacht, dass wir so gegen 20 Uhr spätestens, also Ingame-Zeit. Autsch. Bei. Oh, guck mal, Level Up. Beim Trailer sein sollten, weil dann kann ich noch die Spikes setzen. Du kannst auch zum Trailer gehen. Ja, richtig. Gegen 21 Uhr können wir dann die Folge beenden. So, dass wir dann so ziemlich pünktlich gegen 22 Uhr wieder starten. Antares. Ja. Guck mal, mein Leben, ich habe einen Hit abbekommen. Yay! Sehr ja, gut. Mann, ich habe jetzt noch schnell zwei Punkte in. Schmerztoleranz geschrieben. Ah. Lass mich üben. Okay. Das Jagdmesser, ich kann es endlich ein bisschen nutzen ohne Angst. Ja, gut. Jawohl, Mann. Zweiten Hit abbekommen. Guck mal, ich lebe noch. Ich habe zwei Hits bekommen und ich lebe. Alter, ich bin voll am Verhungern. Ja. Wie wär's mit Essen? Ich esse die ganze Zeit. Boah, aber ich auch, scheiße. Ah, muss sein. So viel Zeit. Ah, schon alles abgerannt. Ich wollte jetzt anfangen, das ist ja Quatsch. Ja. Du hast ja alles in deinem Inventar jetzt. Ja. Ist mal jung. Ich habe ja auch schon Iron Gut geskillt hier, dass ich nicht so viel essen muss, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt mir nichts. Das macht es wahrscheinlich irgendwie noch schlimmer. Ich glaube aber, das macht auch deine Shift-Taste, oder? Nee, ich glaube, ich habe sogar was gelesen darüber, dass das in der Experimental vielleicht noch ein bisschen verbuggt ist. Also bei mir ist das. Okay. Ja, du hast es ja nicht geskillt, oder? Ah, wegen dem Skill an sich. Ja, nee, das habe ich nicht geskillt. Das skill ich nie. Ich habe es damals immer geskillt und das dann nachher bereut, weil das nur wichtige Punkte für die ersten 3, 4, 5 Ingame-Tage sind. Danach hasse Essen eigentlich, ne? Ja, ich habe irgendwas... Ich skill dann lieber so in den Jägersmann immer, aber da hast du immer was von. Ja, irgendwas habe ich gelesen, dass Eiserner Magen habe ich hier 2 Punkte drin. Aber das ist irgendwie nicht funktioniert, dass man wahrscheinlich... Das kann natürlich sein, natürlich. Also ich habe jetzt 5 Fleisch gegessen und habe immer noch voll Hunger. Isst du die Fleisch auf einmal? Ja, das stackt sich. Weil ich glaube, das stackt sich ja, das siehst auch, du ja. Unten links. Okay, weil ich habe damals das immer so gehabt, immer warten ein bisschen, bis das dann aufgefüllt ist und dann wieder essen. Ja. Nee, das stackt sich hier. Das hat wohl nicht funktioniert. Okay. Ich mach's bis heute so. Ich esse ein Fleisch, dann mache ich was im Inventar, esse wieder ein Fleisch und nebenbei immer. Ja. Habe ich mir damals so angewöhnt, weil damals hast du das Essen dann verschwendet einfach, ne? Ja, also ich habe jetzt 10 Fleisch auf einmal gegessen. Und. Ah, ich bin. Dann müsstest du jetzt 100 Nahrung bekommen haben. Ja. Also 100 Nahrung musst du mal testen, wenn du 50 Hunger hast und bei 10 Fleisch nicht satt wirst, dann ist das wohl falsch. Also ich habe 133 Nahrung. Insgesamt. Und jetzt, ja. Jetzt habe ich 114 von 133.
So, auf der Ebene wären wir durch. Und wie viel hattest du, wo du angefangen hast zu essen? Ja, ganz wenig, ganz unten. Ich war fast am... Okay. Ja, dann passt es doch. Ja, passt. Dann passt es ja. Alles gut. Aber da ich ja 133 Nahrung habe und nicht nur 100, bin ich so der Meinung, dass sie das prozentual trotzdem abziehen. Weißt du, ich habe 100%. 100% sind aber bei mir 133. Und bei dir sind 100% nur 100. Und wenn ich jetzt 5% verliere, dann verliere ich ja nicht nur 5, sondern ich verliere 7 oder so. Ja, ja. Und ich glaube, dass sie da vielleicht einen Fehler im Spiel haben. Das ist möglich, ja. Ich habe ein nettes Büchlein gefunden. Und zwar Erste-Hilfe-Verbände craften. Hast du nicht gefunden? Doch, jetzt gerade. Echt? Geil. Das heißt, wir müssen mal in die Wüste und Aloe besorgen. Erste-Hilfe-Verbände? Wir brauchen Aloe-Cream. Ich gebe mal kurz ein. Verband, das war nicht viel. Ja, Aloe-Creme und Stofffetzen. Ich habe sogar... Ach, Erste-Hilfe-Verband. Hast du Stofffetzen bei dir? Geil. Hast du Stofffetzen ja, bei hab dir? Ich. Ich habe nämlich 7 Aloe-Creme, ja, dann mache ich schon mal 7. Stofffetzen. 7 Stück brauche ich nur. Hier. 7 Stück brauche ich nur, 67. Oh, hallo, Bruce Lee. Zappel, Philipp. Aber in schön. In neu. Jo. Bruce Lee. Geil, Alter. Erste-Hilfe-Verbände. Bitteschön. Wie viel hast du? Ich habe jetzt 4 bei mir aktuell. Ich habe 5. Gut. Ja, geil. Das erleichtert einiges. Also ab in die Wüste, Aloe, Stofffetzen und dann haben wir erstmal, können wir uns heilen, wie wir wollen. Jo. Das ist schon mal mega. Also wie gesagt, haben wir auch anfangs in den ersten Folgen und immer wieder zwischendurch erwähnt, ne? Also wir craften schon nötiges Zeug, wenn wir die Materialien finden, so wie jetzt das Buch. Wir haben es nicht geskillt, sondern aus dem Spiel quasi bekommen. Und deshalb arbeiten wir mit dem, was wir haben. In dem Fall ist das jetzt der Erste-Hilfe-Verband, den wir uns jetzt craften können. Yes. Jo, Parkhaus, ey, lohnt sich mega. Mir war das nicht klar, dass diese kleinen Beutelchen hier so einen guten Loot haben. Das sind so ganz kleine Frachtkisten oder sowas. Oder halt Schmugglergut, kann ich mir gut vorstellen, so im Parkhaus, weißt du? Ja, die Autos sind auch richtig geil zum Ranchen, weil du musst sie nicht erst... Also wir brauchen ja nur Benzin, wir brauchen ja den ganzen anderen Scheiß nicht. Ja. Und du, normalerweise, wenn du jetzt ein komplett fertiges Auto hast, kriegst du am Anfang ja noch kein Benzin, ne? Ja. Und die waren jetzt hier perfekt. Ich habe 6300 Benzin. Geil. Ja, perfekt. Besser geht's nicht. So. Dann können wir hier raus. Wir haben jetzt 17 Uhr. Wüste ist. Nee, ist zu weit. Das können wir jetzt nicht machen, ne? Nee. So, mal schnell vor der. Dann machen wir eine ganze Folge lang. Also, dieses Pass and Gas haben wir schon gelootet, ne? Oder? Ich weiß nicht. Da ist ein kleines und ein großes. Ich weiß ja nicht, wo du drin warst. Ich glaube, das ist. Ja, hier waren wir noch nicht. Dann mache ich das mal eben. Ich wusste nicht, ob das nur bei mir nicht aufgedeckt war oder ob du halt auch noch nicht da warst. Oh, hier ist auch noch ein Päckchen, das nehmen wir auch noch mit. Nein, das war scheiße. Hier ist noch mehr Loot ganz unten. Oh, du hast hier gar nicht gelootet unten, ne? Ganz unten. Oh, kann sein, ja. Wow, geil. Dann mache ich das mal. Mit der Pumpgun in der Hand, Junge. Ich glaube, wir haben schon alles aufgeweckt. Ja, das Ding ist geil. Das lohnt sich nicht, lassen wir. Ah, die ganzen kleinen Päckchen, Leute. Falls ihr das genauso nicht wusstet wie ich, die lohnen sich extrem. Natürlich je nach Game Stage und Lucky Looter Skill, ne? Also der glückliche Sammler, lohnen sie sich mal mehr, mal weniger. Aber auf der Game Stage habe ich auf jeden Fall schon mal ein gutes Rezept gefunden. Duct Tape Messing findet ihr hier. Aber ich nehme es halt nicht mit, weil ich brauche es nicht. Aber wenn ihr normal spielt, wie normale Menschen, nicht so wie wir, dann ist halt gut. Was denn? Oh, noch ein Buch. Speerjäger. Kenn ich schon. Willst du das lernen? Was hast du denn gerade gemeint, was du da immer lootest? Hier so Messing in den Müllhaufen hier überall. Ah, die Müllhaufen. Ja, genau. Müllhaufen und die kleinen Kisten halt, ne? Die auf dem Boden liegen. Hier, jetzt wieder Patronen gefunden und Messing wieder gefunden. Also ist schon, wenn man halt normal spielt und das alles braucht, dann ist das cool, ne? Du, ich teile dir mal nochmal eine Quest eben. Kann man die einfach teilen, die Herausforderung? Ja, hoffe ich doch.
Ich mach's jetzt einfach mal. Wegpunkt, Wegpunkt, wo ist ein Quest? Ah, da oben, genau. Theoretisch, ja, auch mal an. Theoretisch müssen wir ja 3 Quests haben, ne? Nagel einfach. Ich habe nämlich auch gerade zwei Dinge. Vor die Hunde. Haben wir jetzt eine schon erledigt? Weil eigentlich hatten wir ja 2 am Laufen, ne? Ich habe jetzt auch nochmal 2 angenommen. Ich habe jetzt, gebt mir ein Z. Ich werde zum Hirsch. Und wir gehen nicht vor die Hunde. Ah ja, dann kannst du mir die anderen ja auch nochmal teilen. Ja. Gib mir ein Z. Quest. Teile. Boah! Dazu nicht mehr. Hab ich. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt haben wir alles. Da ist noch ein Safe. Habe ich Lockpicks? Jo, 2 Stück, aber jo. Nur mit knapp. Du hast ja die Lockpicks bei dir. Oh, ich habe nichts zum Aufschlagen, ne? Oh, Mist. Soll ich zu dir sonst eben schnell kommen? Ja, wenn du Bock hast. Also, da ist ein Safe drin. Ein kleiner. Und noch eine Kasse. Ach, Gott. Oh, Gott. Ich dachte, das wäre der Weg nach draußen. Ja, das ist der Weg nach draußen, aber draußen haben 2 Zombies auf mich gewartet. Ein Rocker und ein... Oh Gott, eine 2 hinter mir. Ah, ich schaff das schon. Wie geht's denn? Soll ich lieber zu dir kommen? Nee, ich bin gleich da. Okay. Der Rocker kommt nicht durch die Tür, Alter. Ach, hier geht's gar nicht nach draußen. Hier geht's nach oben. Bam, weg ist er. Ach Gott. Lootbeutel. So. Ladenregale. Ja, ich komme jetzt hier doch wahrscheinlich so schnell erstmal nicht raus. Ohne Scheiß meinen Vorschlag haben wir weggepackt, ne? Muni. So, wo ist hier die Ausgangstür? Hier auf jeden Fall nicht, aber komme ich vielleicht aufs Dach? Ja gut, ich habe jetzt gerade nicht so Zeit, du, wegen dem Tresor. Ich habe jetzt aufgemacht. Ah, okay. Eine Eisentür mit einer Axt. Ich versuch's mal. Mal. Ich glaube, ich nehme mal einen Verband. Gerade zurzeit mehr Hitze ab, als ich eigentlich will. Okay, einmal fehlgeschlagen und fehlgeschlagen. Kann nichts tun. Hab schon zweimal versucht. Jetzt könntest du hier mal ran. Ja, ich bin jetzt auf dem Dach beim Passing Gas. Mhm. Aber ich wäre jetzt gleich durch. Oh. Ach, der Geier! Wo ist er? Da. Ah gut, der ist da. Geier auch da. Ah, noch ein Geier. Nützt nix, Schmerztabletten. Noch mehr Geier? Nee, ne? Ah ja, mein Heilverband habe ich zurückgekriegt. Gut. Man kann da bleiben. Ich habe es jetzt mit einer Wrench geschafft, fast. Ah, gut. Oh, ich bin jetzt beim Master Loot. Ganz oh gut, Gott, ein Hund! Und alles, Alter. Der geht da ab, Leute.
Das ist nur ein Pass and Guess, Alter. So viel Action hier. Meint man manchmal nicht, ne? Mhm. So unberührt, dann berühr den mal. Alter, der ganze Aufwand für einen Eisenspeer und 20 Schüsse. Rohrbomben. Triple Storage Pocket brauche ich nicht. Ist dir was wert? Die ist 63. Ja. Na gut, wir haben jetzt nur ein Problem, ne? Was denn? Wo zum Teufel war der Booby-Trap? Beim Trader. Der Trader müsste ein gelbes Symbol auf der Karte haben. Ah ne, aber mein Schlafsack liegt da. Ja, genau. Der Trader hat bei mir kein gelbes Symbol. Nee, hat bei mir gerade auch keins. Aber wenn man den findet... Ey, Bauplan Schmiede! Falls man es braucht. Ein Dreier-Ranch. Dann lasse ich die Zweier hier. Ach, man kann auch Rezepte in die Ranch machen, ne? Was lohnt sich denn da? Rezepte in die Ranch? Ja. Puh, keine Ahnung. Mir würde jetzt spontan nichts anfangen. Ja. Mehr Benzin looten? Weiß ich nicht, gibt's sowas, glaube ich, nicht, oder? Den könnte ich nein. So. So, ich komme runter. So, ich habe jetzt durchs Ranchen noch diese ganzen Nebenprodukte. Die würde ich dir dann nochmal geben zum Verkaufen, ne? Mhm. Ich gehe jetzt sowieso zum Trader. Ja, ich komme auch. Crack a Book, da war ich schon, ne? Das ist der, wo ich schon war, oder? Muss ich mal kurz checken. Ja. Wäre cool, wenn es noch ein zweiter wäre. Hm. So, hier ist der andere kleine Pass and Gas. Ja, eine geile Stadt hier im verbrannten Gebiet. Sehr cool. Nach der Horde ziehen wir weiter, würde ich sagen, ne? Jo. Auf jeden Fall, war mega hier. So. Guck mal her. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da. Da. Puh, keine Ahnung. Das ist vielleicht... Prostat. Passt nicht mehr. So. Darf ich sehen? So. Booby Trap. Ich hoffe mal, dass sie nicht von Trader-Seite kommen, ne? Du meinst wegen dem Schutz? Ja, dass sie da nicht irgendwie festbacken oder so. Wäre irgendwie doof. Ich glaube, bei der Masse an Zombies. So, Leute, verkauft haben wir alles. Jetzt bereite ich hier meinen Notweg vor. Das heißt... Schlosser packen wir ein. Fahren das Bike mal hier weg.
So. Denn würde ich mir nochmal kurz meine Axt aus dem Bike holen. Wo ist mein Bike? Wo ist mein Bike? Oh, ich bin mit deinem Bike gefahren, sorry. Ah. Nimm meins und komm hier hin. Ich habe jetzt hier mein Notfalllager. Falls ich da hinten sterbe, spawne ich hier. Und kann auch zur Not mein Bike benutzen. Ich packe jetzt in meinem Bike noch eine Waffe. Ich weiß noch nicht welche. Das wollte ich rausholen. Ich denke, ich nehme mein Schützengewehr. Mit ein bisschen Muni. So. Bisschen, dass mich halt irgendwas habt, um zu schießen. So, Schützengewehr. Muni ist drin. Beim Händler war es fertig, oder? Jo. Auch. Und dann gehen wir zu den Bubis, ne? Jo. Soll ich mir helfen oder? Ist schon durch soweit. Ich müsste durch sein. Du hast dein Bike jetzt. Wo hast du es hingestellt? Da hinten? Da, da geradeaus hier. Ah. Am Poppenpilz. Mit Schlafsack, ne? Wenn man ist, dann spawn ich da. Nicht direkt gegenüber hier, weil wir verlieren ja alles. Und dadurch, dass wir alles verlieren, können wir uns dann auch gar nicht mehr wehren, ne? Jo. Ich habe da jetzt noch mein Schützengewehr reingepackt. Mit ein bisschen Muni. Ich glaube so 40, 50 Schuss, so für den Notfall halt. Um zur Not an meinen Rucksack zu kommen. War's schon. Wo war denn jetzt hier der Aufgang zum nach oben im Booby-Trap? Ah, hier, ja. Wenn du jetzt hochkommst gleich, mach alle Türen zu, ja? Jupp. So, es führen aber zwei Leitern nach oben, ne? Nicht, dass die von hinten kommen. Auch von außen ein Loch? Also ich bin jetzt hier aufs Dach gekommen, wo ich stehe. Durch diese Luke. Ja gut, dann kommen sie halt, ne? Sonst können wir die Leiter vielleicht da wegschlagen. Also ich würde mich überraschen lassen. Wenn sie hochkommen, müssten sie ja langsam sein. Also wir haben theoretisch Zeit und hoffentlich Zeit, uns da zu wehren, ne? Mhm. So, ich gehe jetzt hier aufs. Zack, genau hier. Oh, ey, da müsstest du jetzt eigentlich unten nach unten gehen und ein Thumbnail machen, ey. Wie ich mitten im Booby Trap stehe, oben drauf, am Schild. Ah, gut, Leute, ich würde sagen, jetzt lassen wir gemütlich noch ein bisschen Zeit verstreichen bis zur Horde. Ja, ich bin jetzt hier gerade noch am Woodframe setzen. Ah, okay. Na, setz zu Ende, wir können ja ein bisschen plauschen. Jo. Aber ich habe nichts zu erzählen. Ja, der also, Plan ist hier mit den Woodframes einfach, dass man, falls man runterfällt, vielleicht nochmal das Glück hat, dass man eben halt nicht runterfällt. Oder halt, ja, besser nach unten gucken kann, ne? Ach Gott. Ach so, ja. Man kann ja auch durch die Woodframes durchschießen. Ja. Zumindest so ein bisschen. Ich hoffe mir halt, dass es so, dass die halt langsam hier ankommen und
viele sind und dass man sich wirklich von Weitem schon so ein paar rauspicken kann. Ja, und ich hoffe auch, dass die uns überrennen. Ja, es dass ist man zwar, Panik haben wird. Ja, es ist zwar die erste Horde, aber wir haben auch schon eine hohe Game Stage. Ja klar, durch die lange Spielzeit auch, weil der Tag so lange geht, ne? Ja. Wir haben eine hohe Game Stage. Entschuldigung. Eine hohe Game Stage und keine Defense. Außer jetzt ein paar Holzstacheln. Ne? Wir haben uns darum nicht gekümmert. Normalerweise in der Spielzeit, die wir jetzt hier verbracht haben, bis Tag 7, könnte man locker schon eine gute Horde-Base haben. Ja. In der man sich verschanzen könnte. Man könnte sogar Elektronik schon besitzen, wenn man die ganzen Skillpunkte nimmt, die wir haben. Wenn man die jetzt in Intelligenz gepackt hätte, dann könnte man einiges an Hordenabwehr basteln und bauen. Oder Granaten craften schon oder. Haben wir alles nicht. Wir haben wirklich nur das, was wir gelootet haben. Wir haben uns noch gar nichts hergestellt, glaube ich. Also ich habe nicht einen Steinpfeil außer für die Mission gecraftet. Ja, deshalb. Also ich finde es cool. Wir haben trotzdem ein schönes, volles Inventar. Essen und Trinken, daran mangelt es nicht. Jetzt Medis, naja, könnte mehr sein. Aber Muni, ihr seht das hier und bei Antares auch. Repair Kits und all sowas. Geld haben wir ohne Ende gemacht. Trotz, dass wir kaum gequestet haben, haben wir genug Geld die ganze Zeit. Also läuft, ne? Jo. Auf jeden Fall. Man muss wirklich sagen, wir fahren von Spot zu Spot und looten alles zusammen, verkaufen, suchen den nächsten Trader. Passt, macht Spaß auf jeden Fall. Und jetzt sind wir im Booby Trap hier. Oder oben drauf. Und ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Guti. Dann freut euch auf die nächste Folge. Jo, habe ich genug gelabert? Dann heißt es nämlich Horde-Nacht. Ganz genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur Horde. Richtig. Ciao. Tschüss.